Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zur 14. Folge Life is Strange Episode 2. Ziemlich nah am Finale. Endlich geht's weiter. Die meisten dürften sehr, sehr, sehr gespannt darauf sein, was jetzt passiert. Aber wir drücken noch einmal hier drauf. Ne? Und jetzt machen wir hier gerade noch mal für alle, die in der Pause mitlesen. Ich weiß gar nicht, wo wir hier aufgehört haben. Schalten wir nochmal schnell das Tagebuch durch. Könnt ihr gerne Pause machen und euch das Ganze nochmal schön durchlesen. Und dann werden wir uns die anderen Sternchen da oben noch angucken. Und dann machen wir weiter. So, hier geht's jetzt in Episode 2. Der Joint, unser Krafttier, das Reh. Hello World. Ah, das ist... Ach, nee, das ist doch unser Zimmer, was wir da gezeichnet haben. Ja, ist auf jeden Fall unser Zimmer. Ja, Chloe und Max freuen sich. Da schreiben wir wohl über Victoria. Da geht's um Kate. Das Eichhörnchen, da waren wir bei, Mist, nicht Chloe. Wie heißt Chloes Mama? Na, auf jeden Fall waren wir im Two Rails Diner. Da steht's auch. Wie hieß sie denn? Joyce war's, ne? Genau, Joyce, die liebe Joyce. So eine liebe, nette Frau. Dann ging's in das Piratenversteck oder das frühere Piratenversteck, wie es so schön hieß, ne? Und wir erinnern uns, wir haben Chloe zwei weitere Male das Leben gerettet. Und ja, hier stehen wir jetzt. Kann man hier nochmal gucken. Ich glaube, der Frank ist noch neu. Lesen wir den auch noch schnell. Frank ist der Typ, den wir in der letzten Episode auf dem Schrottplatz kennengelernt haben, also im Piratenversteck. Er hat uns vom Two Wells Diner aus verfolgt. Ihr erinnert euch, wir sind mit Chloe aus dem Diner raus, sind in ihr Auto gestiegen und sind in das Versteck gefahren. Und da hat man nochmal so eine letzte Einblendung gesehen, wie da so ein Typ die beiden beobachtet beim Wegfahren. Das dürfte Frank gewesen sein. Und dann haben wir ihn letztendlich wirklich auf dem Schrottplatz getroffen. Die ganze Situation ging so raus, dass wir unsere Waffe verloren haben und wir erfahren haben, dass Frank hinter Chloe her ist, weil Chloe ihm wohl sehr, sehr viel Geld schuldet. Das heißt, Chloe hat da wohl ein bisschen Probleme, weil dieser Mann halt auch nicht gerade der Superliebste ist, ne, so ein bisschen auf die schiefe Bahn gerückt. Und ich denke mal, er würde seine Drohung auch noch etwas Nachdruck verleihen, um sein Geld wiederzubekommen. Ich glaube nicht, dass das so ein richtiger Bad Guy ist, der richtig böse ist und auch über Leichen gehen würde. Aber ganz sicher bin ich mir da jetzt auch nicht. Ja gut, dann gucken wir mal, was wir hier noch haben. Achso, genau. Die ganzen Fotos, die habe ich fertig gemacht. Da können wir uns freuen, ne? So ein bisschen drücke ich mich ja vor dem, was jetzt kommt, Leute. Das. Ich habe ein bisschen Angst. Aber wir müssen jetzt los. Wir erinnern uns, wir waren bei Mr. Jefferson im Kunstunterricht, als uns, ich glaube, war es Trevor, ich weiß es nicht mehr. Nee, es war nicht Trevor, das war der junge Mann hier mit dem Schal. Er kam in die Klasse rein, hat gesagt, wir sollen unbedingt mitkommen. Irgendwas ist los. Und jetzt sind wir hier. Vor dem Mädchenwohnheim. Der junge Mann hat uns hergeholt. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Müsste ich nochmal nachgucken. Alle haben sich hier versammelt. Also wirklich alle sind da. Es ist wichtig genug, dass wir hier mitten im Regen stehen. Sie kann nicht sterben. Sie kann nicht. What the fuck? What the fuck? Wir haben gerade Kate vom Dach springen sehen. Okay, jetzt aber los, Max. Jetzt aber los. I have to try something. I won't be able to rewind again and again. Vor allem, es ist wieder spannend, es ist wieder ein Moment, wo sie Nasenbluten kriegt. Wir erinnern uns, wir kriegen nicht bei jedem Zeitsprung Nasenbluten, aber es gibt Situationen, wo wir scheinbar immer Nasenbluten bekommen. Warum ist das so? Warum? Ich glaube, ich habe eine Ahnung. Keep going, Max. You can do it. Okay. Wir können also nicht nur reisen durch die Zeit, wir können scheinbar
Zeit stoppen und uns so fortbewegen, eine neue Erkenntnis. Aber das scheint sehr kräftezehrend sein. David ist auf dem Weg nach oben, ganz sicher, um jetzt zu helfen, um sie festzuhalten. Yes. Okay, jetzt. Oh. What are you doing here, Max? Stop. Don't come near me. Not now. Won't work. I don't have any power. Now I have to do this by myself. Max, seriously, don't come near me. I will jump. Okay, okay. I'm right here. Kate, please. Oh, Max, I know you want to help me. I love that you stepped up to David, but it doesn't matter now. Nothing matters. Du bist wichtig. You matter, and not just to me. I do want to believe that. Kate, your life is still yours, and we can get through this together. Let me help, like I helped by erasing all that crap people wrote on your room slate. I'm glad to hear you worry about me. That makes me feel better. Hier ging es gerade um die Momente im Mädchenschulheim. Wir erinnern uns vielleicht, dass Victoria Kate immer diese fiesen Sprüche an ihre Haustafel geschrieben hat oder an ihre Türtafel. Und darum ging es gerade, dass wir ihr dabei gestanden haben und diese fiesen Sprüche eben weggemacht haben. Ne? Und wir müssen ihr jetzt ganz klar sagen, dass sie unsere Freundin ist. Wir sind befreundet. Also das Wort Freundin ist jetzt halt wichtig. Das würde ich ihr so sagen. Ich bin für dich da, ist halt so ein, naja, aber ganz klar Bekenntnisse jetzt, ne? Ganz klar bekennen, du bist unsere Freundin. Of course I worry. You're my friend, Kate. I did feel better talking to you on the phone. I always feel like you really listen. Kate, please trust me. Come stand by me, okay? I can help you now. I know I can. This morning, I erased the web link to the video. It was written on the shower room mirror. Are you serious? Thank you so much. The fact that you don't care about that video and would come up here to stop me means a lot. Ja, da haben wir die nächsten beiden Momente. Und zwar zum einen das Telefonat im True Wales Diner, wo uns Chloe dringend davon abgeraten hat, ans Telefon zu gehen. Scheint hier also eine sehr große Rolle zu spielen. Wir waren für sie da. Ja, und die Szene im Bad, als wir da die Internetadresse vom Spiegel weggewischt haben. Gut, das glaubt sie uns jetzt, aber das dürfte eigentlich nicht so wichtig sein. So, und wir kennen natürlich jetzt Chloes Geschichte. Jetzt ist die Frage, wollen wir jetzt wirklich vermuten, dass ihr, also sehr wahrscheinlich wurde sie mit Drogen außer Gefecht gesetzt und so dieses Video gemacht, aber wir können es ihr eigentlich nicht beweisen, haben aber eine ähnliche Geschichte von Chloe, unserer besten Freundin, gehört. Wollen wir das jetzt zu Wort bringen? Wollen wir sagen, dass sie unter Drogen gesetzt wurde? Ich glaube, so genau wollen wir nicht sein. Wir wissen alle, dass Nathan da Scheiße baut. Und ich denke, es reicht aus, wenn wir es nur grob ansprechen, dass Nathan ein Arschloch ist. Dass Nathan mit dieser Situation zu tun hat. Also ich will sie halt nicht auf diesen Gedanken bringen, da total hilflos unter Drogen gewesen zu sein. Das könnte ein Moment sein, wo man sich selbst so ein bisschen aufgibt, weil man den Gedanken bekommen könnte, ja, was soll ich denn da tun? Da kann ich ja nichts tun. Ne? Da bin ich ja wehrlos. Da konnte ich mich ja gar nicht. Also dieser Gedanke soll gar nicht erst aufkeimen. Deswegen möchte ich
eher Nathan im Allgemeinen mit ansprechen. Ich will das jetzt so allgemein wie möglich heißen und ich will aber keine Drogen ansprechen. Jetzt fertig aus. Like I said this morning, I think Nathan is involved. I just need time to prove it. And I have a way with time. You sound so persuasive, Max. Only... Kate, I believe you. Will you believe me? Please, you don't have to do this. Max, I'm in a nightmare and I can't wake up. Unless I put myself to sleep. Then everybody at Blackwell can post pics of my body. Morty on the internet forever. No wonder they call it a web. Nothing can ever get out. Like my video. I wish I could go back in time and erase everything. Oh, Scheiße. Also es gibt Millionen andere Videos. Das ist jetzt so, wir reden die Sache auf gar keinen Fall klein. Das ist für Kate ein so großes Problem, dass sie ihr Leben beenden würde. Da kann man nicht einfach sagen, es gibt da Millionen andere Videos. Alle anderen sind genauso. Für Kate ist es gerade das größte Problem der Welt. Die Antwort kommt überhaupt nicht in Frage. Alle werden es vergessen. Das kannst du doch so nicht sagen. Du kannst doch nicht... Weißt du, ja, da haben sie dich mal nackig im Internet gesehen. Aber es ist doch egal, das vergessen die doch eh wieder. Weiß ich nicht, das ist doch fernab der Realität irgendwie. Also natürlich vergessen es die Leute irgendwann, aber versetzt euch doch mal in die Lage, es würde ein Porno von euch ungewollt im Internet rumlaufen. Was bringt es euch dann, wenn ich dir sage, ja, ist doch egal, in 2 Jahren haben es alle wieder vergessen. Das hilft euch doch nicht weiter. Sei stark ist auch so ein... Es ist so leicht dahergesagt, aber ich glaube, das ist jetzt hier wirklich die beste Antwort, weil alles andere spielt Kates Problem so ein bisschen herunter. Ne? Ich will dir nicht sagen, Kate, das Problem ist nicht so groß, dass du dich nicht töten müsstest. Ne? Dann nehme ich sie nicht ernst und dieses Gefühl darf sie nicht bekommen. Deswegen bleibt jetzt für mich nur die Antwort, sei stark. Kate, this is our chance to beat the bullies. That's the only way we can win against them. Can we really, Max? I don't believe in miracles anymore either. Now I do. You're part of the reason why. If you come down with me, I can tell you more. You're such a good person, Max. Even if you're full of crap. But I'll come with you. Echt? You're my friend. Hab ich's geschafft. Forever. Can we hug on it? No. Nobody cares about me. Nobody. Also sie hat eine recht strenge Mutter, aber einen lieben Vater. Hat sie Brüder gehabt? Oh, scheiße, jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Also ich glaube, die Mutter war die Strenge und der Vater war der Liebe. Ich nehme den Vater. Kate, I saw that card from your father. You can count on him. He clearly loves you without question. Dad does care. Even though I hurt him, he's the only one I know who believes in me. Okay, das ist gut. Ja, greif zu, bitte, 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 bitte. Ja, Mann. Oh, ich hab's gepackt. I'm sorry. Sorry. What are you talking about? You saved me from talking in class. Now, I know today was difficult for everybody, but I'm so proud of the way Blackwell pulled together to save a young girl's life. Of course, you're quite a hero for getting Kate to come down, Max. I didn't do much. She's modest. Like a real hero. Yeah, real hero. As principal of Blackwell Academy, I take my duties seriously. I take the well-being of every student more seriously. What happened today should never happen in a hall of wisdom and knowledge. Mr. Madsen, as our head of security here, those roof doors should always be locked. That's just standard operating procedure. They were not, and that is indeed your responsibility.
Mr. Jefferson, I know you can't be expected to know what your students are going through, but Kate has assisted you in class, so you should have known something was amiss. Mr. Prescott, since you are responsible for the Vortex Club parties, and since Miss Marsh did attend your last party, you'll have to answer some more questions. Miss Caulfield, why exactly were you on the roof with Kate Marsh? Did she tell you her plan? Or anything at all? Please, tell us everything. Sie weinte wegen Jefferson. David hat sie gemobbt, geht zu weit. Wir haben da irgendwas mitbekommen. Aber vielleicht hat David ja auch gesagt, Mensch, Kate, jetzt rück endlich raus mit der Sprache, damit ich dir helfen kann. Weißt du, so vielleicht hat wir kennen David jetzt mittlerweile. Er schießt immer über sein Ziel hinaus. Er ist ein bisschen aggressiv, aber vielleicht. Aber den reichen Bastard beschuldigen, dessen Familie die Schule finanziert? Jefferson wollte doch auch nur helfen, da bin ich mir ziemlich sicher. Wir setzen uns alles auf eine Karte und wir geben. Wir geben Nathan die Schuld, ganz klar. Also irgendwie, wir müssen jetzt rausrücken mit der Sprache. Scheiß drauf, da ist fast ein Mädchen gestorben in der Schule. Wir müssen jetzt die Wahrheit sagen. Fertig, aus. All I know is that Kate was at a party and Nathan dosed her. She got wasted and kissed some boys on a viral video without a clue. I dosed her? Without a clue. Have you seen the video? Whatever. Kate was loaded and playing the field. You told Kate you took her to the emergency room. I said I was going to take her to the ER. She sobered up eventually. Bullshit. Something happened to her and you know it. How about we talk about you waving a gun in the girl's bathroom? That's total slander. I could sue you and this school so fast. I already have a personal lawyer. Wait, Max. You told me that nothing happened yesterday. Are you just making things up? How can I trust you? You can't. She's smoking and selling dope, not saving lives. No, I'm not. And that has nothing to do with Kate Marsh. I'll have to investigate to see if this accusation is true. Therefore, Max, I'm obliged to contact your parents and suspend you for a few days. Excuse me. Ich hab grad Leben gerettet, Max, du blöder Penner. Before we grill them further. A friend and student just tried to kill herself. They don't need this forum right now. Yes, I'm kind of devastated right now. I'd like to be with my family. All right, Miss Caulfield, please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation from there. My head is killing me, but I think I can use my power again. David, du blöder Penner, ja, jetzt, also ihr merkt langsam, es geht langsam los mit den Konsequenzen unserer Entscheidungen. Und David hat nichts falsch gemacht. Wir haben ihn ja in diesen Glauben versetzt, weil wir Chloe wiederum geschützt haben. Das wiederum führt jetzt zur Suspendierung. Zu meiner Suspendierung. Ich habe gerade eine Schülerin gerettet. Verdammte Scheiße. Hätten wir dem Direktor am Anfang gleich alles erzählt, hätte er uns in diesem Moment wahrscheinlich geglaubt und hätte uns nicht suspendiert. Scheiße, Mann. Aber ich kann auch nicht Jefferson beschuldigen. Der wollte doch Kate auch nur retten. Wir können doch da nicht sagen, wegen Jefferson ist Kate auf das Dach gerannt und hat sich umgebracht. Nee, das ist nicht richtig. Das kann ich nicht machen. Jetzt stellt sich die Frage, bleiben wir da? Das ist doch richtig, Nathan zu beschuldigen. Warum werde ich dafür bestraft? Verdammte Scheiße. Oder führen wir David vor?
Es könnte bedeuten, dass David seinen Job verliert. Das wiederum kann auch negative Folgen auf Chloes Leben oder Joys Leben haben. Weil dann, er hat halt keinen Job mehr. Dann wird er vielleicht noch verbitterter, der arme David, und dann jetzt Chloe noch schlechter. Was soll man denn tun? Ich glaube, wir unterschreiben das, ne? Müssen wir jetzt so stark sein und als Unschuldige uns doch als Opfer hinstellen lassen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob das richtig ist. Ich kann David nicht anschwätzen. Alles ist... Wir wissen es doch nicht. Aber er war aggressiv, aber... Ich würde mal sagen, wir gucken uns mal an, was passiert, wenn wir David anschwärzen, okay? Ich habe ein sehr ungutes Gefühl dabei, weil ich... Ihr habt es ja in meinen Kommentaren bei euch auch schon gelesen, dass ich nicht so recht glaube, dass der David irgendwie so ein Arsch ist. Miss Caulfield, why exactly were you... Mr. Madsen was bullying Kate. Oh, grow up. Excuse me, I was there. I saw you getting in her face. You have no idea what you saw. Kate Marsh was involved with a bad crowd. I was trying to find out who. Kate had a double life. I was super shocked when I found out. No, you were part of the crowd. And like I said, I personally saw David physically harass Kate Marsh. You lying little... Shh. Are you gonna take this junkie's word over your security officer? I know she jetzt smokes spielt er wieder die Drogen-Marotte aus. That has nothing to do with Kate. Max, I'm afraid this won't be solved here without proof and a thorough investigation. Now, if you have anything else to say. Excuse me. I think Max and Nathan need a break before we grill them further. A friend and student just tried to kill herself. They don't need this forum right now. Yes, I'm kind of devastated right now. I'd like to be with my family. All right, Miss Caulfield, please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation from there. Okay, die neue Situation wäre, wir können es uns richtig arg mit David verscherzen. Was die also das kann ein Problem sein mit unserer Freundschaft zu Chloe und zu Joyce, ne? Wir würden nicht von der Schule suspendiert. So nice to hang out here in this office. Und Nathan ist vermutlich jetzt noch nicht hinter uns her. Also zumindest haben wir ihn jetzt noch nicht richtig angegriffen. Jefferson steht uns bei. Der scheint uns zu verstehen. Und wie gesagt, man kann ja David keinen Vorwurf machen. Ich bin ja selber dran schuld, dass er glaubt, dass ich eine Kifferin bin, ne? Und ihm da jetzt Lügerei vorzuwerfen, ist unfair, ja? Das ist einfach unfair. Oh, das ist eine richtig fiese Situation. Ich glaube, David, dass er nur versucht hat, herauszufinden, was da los ist mit Kate. Ich glaube es ihm wirklich. Es ist für mich jetzt keine Option, Jefferson zu beschuldigen. Überhaupt nicht. Also wirklich gar nicht. Deswegen, ich nehme das jetzt auch wieder zurück und ich werde Nathan weiterhin beschuldigen. Das heißt aber auch, dass der Protagonist... dass wir im Fokus von Nathan stehen, dass er uns wahrscheinlich übel anmachen wird und es bedeutet auch, dass ich von der Schule suspendiert werde. Why exactly were you on the roof with Kate Marsh? Did she tell you her plan or anything at all? Andererseits hat David uns trotzdem angeschwärzt, ne? Deswegen werden wir ja suspendiert.
Aber ich kann nicht David jetzt bestrafen, nur damit ich's leichter mit Nathan habe. Das kommt mir auch nicht richtig vor, Leute. Ich. All I know is that Kate was at a party and Nathan dosed her. She got wasted and kissed some boys on a viral video without a clue. I dosed her? Without a clue. Have you seen the video? Whatever. Kate was loaded and playing the field. You told Kate you took her to the emergency room. I said I was going to take her to the ER. She sobered up eventually. Bullshit. Something happened to her and you know it. How about we talk about you waving a gun in the girl's bathroom? That's total slander. I could sue you and this school so fast. I already have a personal lawyer. Wait, Max. You told me that nothing happened yesterday. Ja, bla, bla, bla. Der hat mich mit einer Waffe bedroht. Zählen Sie doch mal bis drei, Herr Direktor. Ich bin ein Mädchen, das ist ein Junge mit einer Waffe. No, I'm not. And that has nothing to do with Kate Marsh. I'll have to investigate to see if this accusation is true. Therefore, Max, I'm obliged to contact your parents and suspend you for a few days. Excuse me. I think Max and Nathan need a break before we grill them further. A friend and student just tried to kill herself. They don't need this forum right now. Yes, I'm kind of devastated right now. I'd like to be with my family. All right, Miss Caulfield, please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation from there. Oh Mann. Ich bin damit auch nicht so richtig zufrieden. Aber ich glaube, wenn wir uns vor Augen halten, dass es hier gerade um ein Menschenleben ging, dass eine junge Frau so stark gedemütigt wurde, dass sie bereit ist, sich selbst das Leben über einen schmerzhaften Tod zu nehmen, dann denke ich, sollten wir in diesem Moment hier im Büro des Direktors ehrlich und mit offenen Karten spielen. Wir sollten alle Konsequenzen dafür in Kauf nehmen für unsere Lügen, in Anführungsstrichen, vorher. Wir haben damals unsere Gründe gehabt, so entschieden zu haben, also müssen wir das auch so annehmen, dazu stehen, was wir gemacht haben, müssen aber auch hier jetzt so ehrlich sein und alles ehrlich sagen, was wir wissen oder vermuten. Es kann nicht sein, dass eventuell ein Mensch stirbt bei diesem Thema und deswegen lassen wir diese Situation jetzt so. Wir hätten es vorher anders regeln können, dass ich jetzt besser dastehe, aber ich glaube, es geht nicht darum, dass wir gut dastehen, sondern es geht darum, dass eine junge religiöse Frau bereit war, sich zu töten. Und da sollte man diesen Nathan jetzt nicht mehr in Schutz nehmen. Und deswegen bleiben wir bei dieser Entscheidung. Ich fühle mich nicht zu 100% wohl damit. Ich stehe aber dazu, dass ich Chloe beigestanden habe, dass ich die Schuld des Joints auf mich genommen habe, dass, ja, so ist das Leben, das ist okay. Und das Foto mit David, Ey, David, bitte steck nicht unter einer Decke mit Nathan. Bitte nicht, ey. Ich setze da echt viel Vertrauensvorschuss in dich rein, obwohl du dich verhältst wie ein Arsch. Aber Joyce, also wisst ihr, Joyce mag ihn doch. Joyce, das ist so eine liebe Frau, die Mama von Chloe, die muss doch einen Beweggrund dafür haben, diesen Mann zu lieben. Es muss ja irgendwas geben an ihm, was wir noch nicht erkennen können. Und wegen Joyce kriegst du Vertrauenszuschuss. Ich unterschreibe das jetzt. So bleibt es jetzt. Damit sind wir suspendiert. Well, I think we know less now than when we started. We'll be assisting the police with further inquiries. I know this has been a stressful day. I wish I had the power to change it all for the better. So thank you for coming in.
I couldn't even believe it was happening. It was literally slow motion as I grabbed her hand. And then I could feel her grabbing mine. Max, that was the greatest thing I've ever seen. Ever! You reached out, she reached out, hugs, tears, applause. Like a superhero. Not quite. Look at me. I'm a mess. You're glowing. Seriously, a human halo. I'm pretty sure you earned your wings today. I'm still worried about Kate. She did try to kill herself. All over a video. Viral is the right word. Like a disease. So you watched it? Just one. And a half times. Warren, I don't mean to sound weird, but there's something ominous going on at Blackwell. Today proves that. And I'm working on proof that Kate Marsh is connected to Rachel Amber. Somehow. Along with Nathan and Mr. Madsen. I'm not a big conspiracy guy, but I wouldn't doubt it. Nathan did scare me yesterday, and Madsen is a straight-up dickhead. So, what do you think is really happening? What the hell is this? The weather confirms this weird day. I feel that chill. Max, there was no eclipse scheduled today. I would know. I would. I believe you, Warren. I'll believe anything this week. Oh, ich krieg grad Gänsehaut, nur wegen der Musik. Das ist so schön. Guck, die beiden, irgendwas. Die haben sich doch lieb. Der David ist kein böser Mensch. Oder ist das? Ja. Jefferson? Jefferson scheint mit dem Direktor hier zu diskutieren. Wirkt vielleicht so, als sind sie sich nicht einig, ne? Er lässt den Direktor einfach stehen. Victoria ist am Heulen? Lächelt. Victoria ist am Heulen und Nathan kommt. Das ist Frank, der Typ vom Schrottplatz. Frank besitzt gerade Chloes Waffe, wie wir wissen. Ne? Wo ich ja eigentlich glücklich bin, dass Chloe die Waffe nicht mehr hat. Sie hat sich schon einmal getötet mit der Waffe und ich bin so glücklich, dass Chloe nicht mehr im Besitz einer Handfeuerwaffe ist. Boah, und das ist völlig neu für mich. Ich hab's geschafft, Kate zu retten, Mann. Woo! Oh, da freue ich mich wirklich, weil man kann sie verlieren in diesem Moment und das ist so gemein, das ist so gemein. Chloe ganz allein vorm Leuchtturm. Wieder am Kiffen. Oh, ich habe so Gänsehaut, das ist so ein geiles Ende schon wieder. Dieses Spiel, was das mit mir macht, ist so geil. Irgendeine Verbindung gibt's. Am Ende der ersten Episode zeigen sie uns Rachels Ordner und jetzt zeigen sie uns Kates Ordner. Was hat es damit auf sich? Oh, was steckt denn da noch dahinter, ey? Wow, Mann. Das war sie, Life is Strange, Episode 2, Out of Time. Und ich habe ja viel jetzt schon gesagt zu dem, was geschehen ist. Drum werde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr viel zu sagen haben. Für alle, die es interessiert, man kann Kate tatsächlich verlieren. Man
Das war der erste Moment. Geheult habe bei dem Spiel. Was mich sehr überrascht hat, ich habe es geschafft, Kate auf einem Weg zu retten, den ich noch nicht bedacht habe. Denn irgendwie habe ich abgespeichert, dass es extrem wichtig wäre, sich an Kates Bibel zu erinnern. Denn da stecken Hinweise drin, die ihr das Leben retten können. Ich habe es jetzt aber, so wie es aussieht, über ihren Vater geschafft. Das ist geil. Also ich bin echt glücklich, weil wir werden damit auch zusätzliche Szenen in anderen Episoden, also mindestens eine, werden wir zu Gesicht bekommen. Und ich bin überglücklich, dass ich ihr das Leben gerettet habe, weil es ist so hart, Kate zu verlieren in dem Moment. Ich hoffe, ihr habt da jetzt keine Enttäuschung irgendwie, dass ich jetzt Kate gerettet habe. Wobei die Blind-Zuschauer ja sowieso eh nichts kennen von dem Spiel. Von daher dürfte es euch egal sein, weil für euch beide Wege interessant sind und euch das vielleicht animiert, dieses Spiel selbst nochmal zu spielen und andere Entscheidungen herbeizuführen. Ich glaube für meinen Teil, wir sind auf einem sehr guten moralischen Weg. Hab jetzt auch nicht mehr alles genau im Kopf, was ich entschieden habe. Da könnt ihr mir ja nochmal schreiben, ob ihr das genauso seht oder ob ich da total verblendet bin gerade. Ich versuche ja, meine Entscheidungen zu begründen. Green hat das ja auch schon positiv kommentiert, dass er das sehr mag. Und ich versuche, das weiterhin so zu halten. Ihr habt ja jetzt auch das erste Mal so ein bisschen zu spüren bekommen, dass sich Entscheidungen sehr nachhaltig auswirken. Es ist nicht wie bei Walking Dead, dass eine Entscheidung in den nächsten 10 Minuten ihre Auswirkungen hat und dann ist das quasi schon wieder vorbei, sondern es kann sein, dass wir am Anfang der ersten Episode etwas machen, was erst am Ende der letzten Episode von Bedeutung ist. Wisst ihr, was ich meine? Also, wir haben es ja jetzt bei dem Gespräch mit dem Direktor gemerkt, was da jetzt alles mit reingeflossen ist. Natürlich die Entscheidung, ob wir ihm gleich verraten, was auf dem Klo passiert ist oder nicht. Natürlich die Entscheidung mit dem Joint, ob wir Chloe schützen oder nicht. Ne? Natürlich die Entscheidung mit dem Foto bei der Auseinandersetzung zwischen David und Kate oder ob wir uns da einmischen, wo wir ja eigentlich der Meinung waren, wenn wir uns einmischen und aktiv Kate unterstützen, ist das die richtige Entscheidung. Jetzt muss man sich aber doch rückblickend hinterfragen, wäre ein Foto dieser Situation, welches jetzt als Beweismittel fungiert hätte, vielleicht die größere Hilfe für Kate gewesen? Dieses Spiel ist halt unglaublich schlimm. Es zeigt dir immer irgendwelche Klischees und du darfst dich von Klischees einfach nicht leiten lassen. Du darfst deine Entscheidung nicht über Klischees fällen. Du musst wirklich zuhören, sehen, vielleicht selbst ein bisschen Erfahrung mit den Menschen mit einbringen, bereit sein, ein Risiko einzugehen. Also dieses Spiel ist einfach geil, was Entscheidungen angeht. Meine Güte, ich kann den Satz gar nicht richtig zu Ende bringen, weil ich bin so aufgeregt gerade, weil ich will schon wieder so viel gleichzeitig sagen, mir schwirrt schon wieder so viel im Kopf herum, dass schon wieder nichts vorne rauskommt. Ne? Aber naja. Ich hoffe, ihr versteht trotzdem so ein bisschen, was ich hier gerade von mir gebe. Ich bin auch noch ein bisschen überfordert. Das ist halt immer schwierig, wenn man dieses gerade Erlebte direkt kommentieren muss und ihr wartet da jetzt der super mega Kommentar und ich muss eigentlich selber erstmal ordnen wieder, was passiert ist und ob ich das mag oder nicht und wie ich mich jetzt selber einschätze. Und aber ich bleibe dabei, ich glaube grundsätzlich, ich habe ein ganz gutes Gefühl, dass ich auf einem moralisch ordentlichen Weg bin und zumindest bei den ganz wichtigen Entscheidungen hoffentlich den richtigen Weg gehe. Das ist sicherlich subjektiv und ich freue mich schon sehr darauf, was ihr da zu sagen habt. Und ja. Wow. Das war also der zweite Tag dieser Woche. Und wieder ein
merkwürdiges Wetterereignis, welches nicht vorhergesehen wurde von den Meteorologen. Eine Sonnenfinsternis, die man ja mathematisch eigentlich hunderte, wenn nicht tausend Jahre voraus berechnen könnte, wurde nicht vorhergesehen. Und dann die Tatsache, dass bei gewissen Zeitsprüngen wir so eine Art Wink mit dem Zaunpfahl bekommen. Irgendwas läuft hier nicht richtig. Und damit meine ich das Nasenbluten. Ich will euch da meine Theorie noch nicht unterbreiten, weil das eventuell dann doch schon wieder zu sehr spoilern könnte. Aber ich glaube, eine Erklärung zu kennen, warum manchmal die Nase blutet und manchmal nicht. Ich glaube, das hat einen Grund und ich glaube, ich kenne ihn. Und wir werden ihn auf jeden Fall erörtern. Thanks for playing. Wir kriegen jetzt noch den Entscheidungsbildschirm von uns. Von uns, meine Güte. Und hier sehen wir es nochmal. Oh, das hat sich aber mittlerweile drastisch geändert hier alles. Und da bin ich ganz schön im Mainstream unterwegs heute hier. Du hast Kate gesagt, sie soll zur Polizei gehen. Da habe ich ja von euch auch schon gehört, dass es wahrscheinlich besser gewesen wäre, vielleicht doch erstmal auf Beweise zu warten. Aber ich denke, das ist ein falsches Signal, was man dort gibt. Vielleicht ist es moralisch der richtige Weg gewesen, aber wir sollten doch so einem jungen, zerbrochenen Mädchen nicht das Signal geben, ey, versteck dich weiter, halt den Kopf unten, geh zu niemanden. Also eigentlich muss man doch das Signal geben, tu was, geh zur Polizei, wir müssen irgendwas unternehmen, wir müssen Profis einschalten, irgendwie so. Ne? Also das war ja mein Hintergedanke. Du hast Kates Anruf angenommen. Ganz klar, wir wussten, wie es um Kate steht. Wir wollten uns um Kate kümmern. Dann ist natürlich ganz klar, auch wenn Chloe unsere beste Freundin ist und sie uns da stressen wollte, wir gehen ans Telefon. Das ist ganz klar. Du hast nicht versucht, Frank zu erschießen. Das steht für mich außer Frage. Ich meine, guckt euch Max an. So ein liebes, hinreißendes Wesen würde niemals die Waffe abdrücken. Das ist meine subjektive Sicht und meine Gedanken über Max auch. Und ich denke nicht, dass sie... Ich kann es mir unmöglich vorstellen, dass Max tatsächlich geschossen hätte wegen Geldschulden, ja. Es war ja noch nicht wirklich eine echte Lebensgefahr da für beide. Ne? Also, nee, tut mir leid, Max hätte niemals geschossen. Ich habe Kate das Leben gerettet. Das ist tatsächlich ein Part, den wir jetzt blind weiterspielen. Ich weiß nicht, was genau passiert, weil ich habe es beim ersten Mal spielen nicht geschafft, Kate zu retten. Und habe geheult. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht böse, dass ihr mich eher jubeln gehört habt, weil ich es geschafft habe, aber das ist ja auch eine Emotion, ne? Gut, dass wir Mason beschuldigt haben, das habe ich wirklich auch ausdauernd erklärt. Ich hoffe, ihr konntet mir da folgen mit meinen abgehackten Sätzen und Formulierungen. Aber ich glaube, auch da haben wir die richtige Entscheidung getroffen, ne? Ja, gut. Dann würde ich sagen, lassen wir es hier ausklingen. Das war sie, die Episode 2. Ich hoffe, ihr seid jetzt wieder und noch mehr und noch größer gehypt für Episode 3. Ich bin so gespannt auf eure Kommentare. Und nur damit ihr es wisst, ich versuche jetzt immer nur, also je nachdem, wie gerade die Reihenfolge ist, brauche ich ja immer 3 oder 4 Folgen für eine Woche. Ne? Und ich versuche jetzt auch wirklich nur, eigentlich, also jetzt in dieser Session habe ich 3 Folgen aufgenommen und ich mache jetzt Schluss, damit ich einfach wieder näher an euren Kommentaren bin. Ne? In der Episode 1 habe ich 7 Folgen hintereinander aufgenommen. Ich konnte da recht schlecht auf eure Kommentare eingehen. Das möchte ich jetzt wieder ändern. Und ja, nur, dass ihr da Bescheid wisst. So, genug gebabbelt, meine Freunde. Ich mache jetzt Schluss. Ich lege den Pad ab und richte mich auf meinem Stuhl auf. Wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder eine gute Nacht. Das war's von mir. Bye, bye. Euer Längster.